So, liebe Leute, 29-23, die SG gewinnt gegen SC Magdeburg und bei mir ist der Hexer aus der Flens Arena, Benko Benjamin Buric, unsere Nummer 1. Ganz gut gespielt heute. Ich finde auch, das war ein richtig geiles Spiel, über 60 Minuten und wir sind richtig zufrieden mit diesen 2 Punkten, muss ich sagen. Das. War das eigentlich ein sehr hart umkämpftes Spiel, weil es gab viele Zeitstrafen? Ja, war richtig hart gekämpft heute, aber immer wenn spielt diese 2 Mannschaften, ist immer richtig gut gekämpft und das war auch in Magdeburg, weil so von letzter Minute war richtig knapp und heute war auch, wir waren heute viel besser Mannschaft, muss ich sagen, das, aber gehen wir weiter, müssen wir dieses Jahr auch deutscher Meister sein. Okay, Benko, mach schon mal die Ansage. Jetzt hat das war ein wichtiges Spiel für uns, also für diese Rückrunde, mit diesen 2 Punkten. Wir sind jetzt noch auf Wege für deutscher Meister sein. Also das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Aber der THW hat ja gestern gegen Hannover gewonnen. Ich sag mal, man muss dranbleiben. Ne? Egal, habe ich das nicht gesehen. Habe ich nicht der THW. Ist auch egal. Ist auch egal, wir müssen ja unser Ding machen. Ja, wir müssen unsere Dinge machen und gucken nur nach vorne. Und unsere Wege nur weiter und weiter. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz über Marius sprechen. Steinhauser, Steini, verletzt. Bei eurer Personalsituation im Moment nicht so richtig geil, ne? Ja, das ist sehr, sehr schade für uns, weil so Lasse Swan ist noch verletzt. Holger ist nicht 100% fit. Er war richtig gut heute, aber er ist nicht 100% fit. Also, Jens Schongard braucht noch ein bisschen Zeit, wenn integrieren in Mannschaft und richtig schade für Steini, er hat eine richtig gute Rolle gespielt gegen Rhein-Neckar Löwen-Minden und danach erste 20 Minuten, er war überragend heute und dann richtig schade für ihn, aber er ist starker Mensch und er kommt zurück direkt gegen Bergischen HC. Jetzt hast du ja heute gestanden von Anfang an und auch das ganze Spiel gespielt, Torbjörn gar nicht reingekommen, der ist aber Dritter geworden mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Ärgert dich das ein bisschen, dass du, sag ich mal, im falschen Land geboren bist? Nein. Er war richtig gut bei ihm. Ich muss sagen, dass ich gratuliere jetzt unsere 4 Norweger und für dieses richtig gute EM von dieses Jahr. Bei uns, weißt du schon, bei uns ist ein Spiel spiel ich, andere Spiel spielt Torbjörn. Wir sind richtig gut zusammen und ich finde, wir sind richtig gute Mannschaft, die beiden. Und ich bin richtig zufrieden, wenn er spielt mit ihm. Jetzt hast du nicht die Frage beantwortet, ob du nicht gerne bei der Europameisterschaft dabei gewesen wärst. Schon, oder? Er hat richtig bessere Mannschaft von meiner. Ich muss das. Gut, und Dritter am Ende, ja auch toller Erfolg natürlich. Ja, natürlich, das war richtig und gut. Es gibt ja irgendwann nochmal eine Europameisterschaft. Du bist ja noch jung. Ja. Vielleicht geht noch was. Geht noch, ja. Ich bin richtig jung. Er auch. Er ist richtig dann. Richtig, richtig jung. Okay. Also, wie geht's jetzt weiter für dich? Sonntagnachmittag. Was machst du jetzt? Essen wolltest du, ne? Direkt essen, ja. Und dann ein bisschen Balkanteller oder was isst du? Ich weiß nicht, was Kai hat mitbringen in die Kabine. Aber Schnitzel, glaube ich immer. Schnitzel, ne? Und dann ich gehe in Mazedonien. Dann wollen wir ihn nicht aufhalten. Also Benko, unsere Nummer 1 heute sensationell gehalten. 29-23. Die SG gewinnt gegen Magdeburg. Und wir sind immer noch im Meisterschaftsrennen. Sag ja. 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 Tschüss. Bis bald. Ciao.